Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 20 Footrough-Video auf meinem Kanal. Footrough Gaming ist back am Start, Leute. Und ihr wisst es ja, in letzter Zeit gibt es immer die Gerüchte, dass Ibra vielleicht zurück nach Europa kommt. Vielleicht zu Inter Mailand. Was meint ihr, Leute? Kommt Ibra zurück nach Europa, wenn ja, zu Inter, zu Bayern, vielleicht zu jemand ganz anderem? Schreibt es mal unten in die Kommentare, Leute. Was meint ihr? Hashtag ja, Hashtag nein. Schreibt es rein, Leute. Ich bin gespannt, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Bleibt wie immer bis zum Schluss dran, Leute. Wir starten direkt rein ins Video. Let's go. So, 3, 4, 2, 1. Formation mit diesem Kapitän, Leute. Zlatan Ibrahimovic. Gibt es ja momentan immer wieder Gerüchte, Leute. Wir nehmen ihn mal mit hier als Zlatanizer. Als Zlatananovic. Wir nehmen ja mit, Leute. Zuletzt erst eine Statue bekommen in Schweden. Legende. Und es gibt momentan immer wieder Gerüchte, dass eventuell Zlatan nochmal zurückkommt, Leute. Nach Europa. Die Saison in der MLS vorbei. Beziehungsweise momentan werden die Playoffs ausgespielt. Aber ich glaube, Ende November oder so ist die Saison komplett vorbei. Und dann könnte er vielleicht zurückkommen, Leute. Inter Mailand gab es Gerüchte zuletzt. Wer weiß, Alter. Angeblich hätte Ancelotti, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ihn direkt angerufen an dem Abend, wo er das gesagt hat, wo er sich vorstellen könnte, wieder zurückzukommen. Aber bislang noch nichts weiter bekannt. Ich denke mal, das wird jetzt auch wahrscheinlich noch abgewartet werden, bis die MLS-Saison dann komplett vorbei ist. Wir nehmen mal Nacho mit. Was meint ihr, Leute? Kommt Ibra zurück? Hashtag ja, Hashtag nein. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Checkt mal in den Shop aus. Nice Design. Schwarz-Weiß als T-Shirt, als Pullover. Gibt es in Orange? Gibt es in Rot? Gibt es in Grün und in Blau? In den 4 Camouflage. Und die neuen Designs in den 4 Farben. Die alten Designs auch in diesen 4 Farben und vieles mehr. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen gibt es ebenfalls in den 4 Farben. Orange, Blau und Grün. Und gratis. Autogrammkarte gibt es auch dazu. Also gerne abchecken, wenn ihr Lust habt, Leute. Danke euch. Was soll ich zuletzt sagen? Ah ja, der war sogar schon mal bei Inter. Ne? Der war schon überall. Zlatan war schon überall. Der war bei AC Mailand, bei Inter Mailand. Der war bei Barcelona. Der war bei Ajax. Der war schon überall, Digga. Bei Man U, bei LA, Bundesliga fehlt noch. Bundesliga fehlt ihm noch, ne? Ich habe ja damals eigentlich, wo der ja angekündigt hat, dass er vom Man U wechseln will, habe ich irgendwie auch gedacht, vielleicht geht er nochmal in die Bundesliga zu Bayern oder so. Mittlerweile glaube ich, dass Bayern einfach, dass der einfach zu alt ist. Man ist halt 37, glaube ich schon, ne? Obwohl, so für ein Jahr als Backup für Lewandowski, Digga, das wäre sogar eine Option, man. Überleg mal, als Backup für Lewandowski, weil Bayern ja generell immer so nach einem Backup sucht, in der Wintertransferphase. Hey, wer weiß, Alter, wer weiß. Weil die Liga fehlt ihm noch, ne? PSG war ja auch, Frankreich war auch. Der war in jeder großen Liga in Europa, außer in der Bundesliga. Die fehlt ihm noch, Leute. Deswegen, Alter, wer weiß, was meint ihr? Ibra in die Bundesliga? Wäre schon geil, Alter. Stell dir mal vor, Ibra in der Bundesliga. Der wird, auch wenn der Typ schon 37 ist, oh, Pirlo und Modric, muss man dazu sagen, wird der die Bundesliga nochmal absolut pushen, Alter, ohne Scheiß. Auch mit seinem Alter, der wird trotzdem die Bundesliga nochmal pushen. Weil der macht gefühlt immer seine Tore. Diese Saison ja auch in 29 Spielen, glaube ich, wieder 30 Tore gemacht. Also Maschine. Kann man nichts anderes zu sagen, außer Maschine, auch mit 37 noch. Von daher, wer weiß, Digga. Vielleicht ja beide Interesse, man weiß ja nicht. Romagnoli, kranke Karte, ne? Die Scream-Karte, die Halloween-Karte. Einfach 81 Tempo, Junge. Richtig heftig. Richtig krass, Mann. Vor allem ist er nur 1,88 groß. Wir nehmen ihn mal mit, Alter. Können wir Pirlo linken. Und der linkt sogar auch noch hier. Zack, unseren Douglas Kosch da, also von daher nicht verkehrt. Okay, ZM. Und dann gehen wir auf die Torhüter-Position. Schauen wir mal, ne? Oh, Ramsey auch noch. Oh, Rabiot haben wir auch. Zwei Spieler. Und Herrera haben wir auch noch. Den Herrera haben wir auch noch. Zweimal Herrera läuft bei uns. Fabian ist auch noch am Start. Na gut, bringen alle gleich viel. Ramsey und Fabian haben das highest Rating, obwohl Ramsey bringt uns auf 71. Fabian, weil der noch hier den Zack Spanier linkt. Aber das Ganze erstmal so, Leute. Ist okay, vielleicht eine Icon im Tor, sieht nicht danach aus. Ah, Sirigu. Ah, Sirigu, neues Spielerbild. Würde natürlich hier schon mal einen grünen Romagnoli linken. Aber Courtois wäre auch nicht verkehrt. De Gea würde auch beide linken. Navas würde auch beide linken und einen sogar grün. Courtois bringt uns auf 81, Chimie De Gea auf 78, dann nehmen wir diesen einen Punkt weniger in Kauf. Courtois hat, glaube ich, auch sogar ein neues Bild. Lloris auch. Sehr, sehr viele neue Bilder dabei. Und Navas immer noch als Realkarte, obwohl er mittlerweile bei PSG ist. Ganz, ganz komische Geschichte. Aber na gut, was soll's. Salah ist am Start.
William, Sterling, Bernardo Silva und Marecha auch noch nehmen wir Salah mit. Wie soll ich jetzt Ibra linken, Alter? Wir brauchen jetzt eine Icon am linken Flügel. Sonst gibt es hier keine Option, eigentlich Ibra auch nur annähernd zu linken, Alter. Da war wieder klar, ey. Oh, das könnte sogar eine Icon werden. Come on. Oh, Digga, das gibt es. Mann, Alter, Neymar. Oh, hätte da nicht eine Icon kommen können, Digga. Wenn jetzt hier eine Icon kommen wäre, wäre perfekt gewesen. Aber ich habe gefühlt noch nie eine linke Flügel-Icon bekommen. Wo bleibt Ronaldinho? Ronaldinho ist gefühlt noch nicht vorhanden, ne, in den Drafts. Irgendwie nicht. Irgendwie ist Ronaldinho noch nicht vorhanden. Wir nehmen Neymar mal mit. Sind wir auf 90 Chemie, 87er Wertung. Boah, ist okay, Digga. Geht klar. Zlatan, der weiß gar nicht, was da vorne abgeht, ehrlich gesagt. Der weiß komplett gar nicht, was da vorne abgeht. Wir haben Koulibaly. Koulibaly würde sogar gar nicht schlecht sein. Das Ding ist, Suarez bringt uns fast genauso wenig wie Koulibaly. Von daher könnten wir auch Koulibaly mitnehmen. Koulibaly linkt aber unseren Torhüter nicht mehr. Aber Koulibaly linkt Romagnoli und Fabian. Aber Suarez könnte vielleicht auch wichtig werden. Wir nehmen mal auf Nummer sicher, weil wir haben sonst keinen anderen Stürmer, Leute. Wir nehmen auf Nummer sicher den guten Suarez mit. Aber wie gesagt, bringt uns jetzt hier genauso wenig wie Zlatanovic im Sturm. Vielleicht kriegen wir Messi. Messi kommt eigentlich fast jedes Draft. Ja, kriegen wir noch einen Stürmer direkt. Firmino. Toll, Alter. Hätten wir auch Dings mitnehmen können. Koulibaly und jetzt Firmino dann. Och, Mann, ey. Ist doch wieder scheiße hier. Fühl ich mich wieder verarscht. Ja gut, nehmen wir mal Firmino mit auf Nummer sicher. Der würde wenigstens Neymar linken. Würde 8 Chemie sogar mehr bringen, Alter. Krass. Und ein Ratingpunkt mehr als... Ah ja, der linkt ja auch noch Salah. Habe ich gar nicht gerade realisiert. WTF. Habe ich gar nicht realisiert, dass er auch noch Salah linkt. Ja gut, da war Firmino ja perfekt. Nee, ich habe wirklich gar nicht mehr dran gedacht, dass er beide linkt. Habe ich gar nicht realisiert. Ich habe nur an Neymar gedacht irgendwie. Ja, läuft bei mir. Ah gut, muss Zlatan erstmal auf die Bank leider, aber egal, geht nicht anders gerade. Muss so sein. Coutinho. Verstehe nicht, warum Coutinho als linker Flügel noch hier die Karte hat. Weil der spielt bei Bayern eigentlich immer ZOM. Ohne Witz. Das ist eigentlich unnötig, dass er die als... Das war eigentlich klar, dass er bei Bayern nicht auf dem Flügel spielen wird. Deswegen so unnötig, dass er eine linke Flügelkarte bekommen hat. Weil wenn die Karte ZOM wäre, wäre 10-mal besser. 10-mal besser einfach die Karte. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Aber gut, kannst nichts machen, Leute. Unsere Bank bislang, nicht schlecht. Es kommt jetzt gleich eh der Silberspieler, wahrscheinlich jetzt. Obwohl, nee. Eigentlich immer, wenn ich sage, oh, Messi haben wir auch noch am Start. Sergio Ramos auch noch. Pff, ey, das Team würde eigentlich noch gut machen. Was ist hier los, ey? Aus dem Nichts kommen nur absolut kranke Spieler. Wir können das Ganze mal erstmal so machen. Na gut, bringt auch erstmal weniger Chemie, aber okay. Jetzt könnten vielleicht, wir können auch Suarez vorne reinstellen, obwohl dann halten wir, ja gut, bringt auch nicht viel. Bringt auch nicht so wirklich viel, Leute. Shit, Alter. Naja gut, 88 Bewertung aber, 94 Chemie. Läuft bei uns, Alter, läuft richtig bei uns. Bernard Dietz, weiter Halloween Cards. Bernardo Silva ist aber besser, deswegen würde ich sagen, nehmen wir Bernardo Silva mit, Leute. Mit 87. Schmeckt, Alter. Schmeckt richtig. Okay, letzten 7 Spieler des Teams sind am Start. Müller haben wir auch noch am Start. Müller hat auch keinen Downgrade bekommen. Letzte hatte der auch 86, oder? Ich meine schon, Alter. Müller kein Downgrade bekommen. Na gut, hätte man auch vielleicht auf 85 downgraden heißt es, nicht runtergraden. Hätte man auch runtergraden, neues Wort können, aber gut, was soll's. Toku Kambi, Legende, der hat richtig viel Stärke, ne, oder? Hä, war das der nicht? Der hat nur 76 Stärke. Ah ne, das war der andere, wie hieß der noch? Der auch den Tots hatte, Alter, der sah irgendwie so ähnlich aus wie Toku Kambi. Der hat doch irgendwie 95 Stärke oder so, der, ach, keine Ahnung, wie der heißt. Egal, was soll's, zack, wir machen's erstmal so, wir sortieren mal ganz kurz hier. So, zack. Und dann gucken wir mal, dass die 6 Chemiepunkte hinkriegen, obwohl wir eigentlich, wenn wir Fornals wieder reinstellen, sind wir eher auf 100 Chemie. Oder beziehungsweise auf 98. Calejón auch mit dem neuen Bild am Start. Navas glaube ich auch. Paul Pogba haben wir noch. Bringt uns zwar nicht viel, nehmen wir trotzdem mit. Bringt uns, ehrlich gesagt, gar nichts. Also bringt uns noch weniger Chemie als vorher. Letzten 4 Spieler des Teams. Come on, droppen wir mal irgendwie eine Icon raus oder so. Vielleicht fürs Tor. Benja haben wir auch noch am Start, auch mit dem neuen Bild. So viele neue Spieler mit dem neuen Bild. Denis Suarez, ja, bei Barca. Spielt jetzt hier bei Celta Vigo auch mit dem neuen Bild. Ja, Kostic wird heiß rated. Spieler immer noch auf eine 88er Bewertung. Läuft, Digga. Dalbert, Max, Tierney, scheiße, alle maximal 76, beziehungsweise Max hat 77. Nehmen wir Max mit. Das
77 highest-rated Spieler, Alter. Kann nicht sein Ernst sein. Okay, wir sind runtergedroppt, by the way, gerade auf 87. Vielleicht kommen wir durch Sortieren wieder hoch. Wir haben noch, zack, Coutinho hinten. Und Zlatanovic haben wir auch noch ganz hier hinten. Kommt erstmal nach vorne. Wir haben noch keinen Silberspieler, das heißt, der Silberspieler wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Spieler kommen. Kann ich euch jetzt schon sagen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wartet mal ab. Oder Torhüter. Torhüter ist auch mal so ein Klassiker, ne? Torhüter ist auch so ein Klassiker. Oder wir kriegen... Ah, da war wieder klar, ey. Es gibt ja auch eine ganz kleine Chance, dass man keinen bekommt. Manchmal bekommt man auch gar keinen. Aber eigentlich fast immer so zu 90% kriegst du einen Silberspieler im Draft. Aber 10%ige Wahrscheinlichkeit ist manchmal da, dass du gar keinen kriegst. Da musst du drauf hoffen, Leute. Dann kannst du richtig heftige Teams bauen. Aber gut, was soll's. So sieht's aus, Leute. Wir sind auf 87 runtergedroppt. Wir haben 94 Chemie, wenn wir den Kollegen Moreno, so heißt der, meine Güte. Wenn wir den wieder reinstellen, dann haben wir hier aber auf jeden Fall die, zack, 98 Chemie wieder am Start. Machen wir das Ganze erstmal so, würde ich sagen. Und Hünemeyer kommt hier erstmal ganz nach hinten, Leute, aber ganz, ganz weit nach hinten. Aber ich glaube, auf 88 kommen wir nicht mehr hoch, Leute. Das war's dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Was meint ihr, Leute, mit Zlatanovic? Wird er nochmal zurückkommen eines Tages? Vielleicht schon im Januar nach Europa, wer weiß, ich schau mal noch kurz. Hier den Manager und kommen sogar, oder auch nicht, auf 100 Chemie. What? Scheiß, die waren an. Egal, Leute, ein Chemiepunkt, scheiß drauf. Check on Shop aus. Nice Design, schwarz-weißer T-Shirts, Pullover, gibt's in Orange, gibt's in Rot, gibt's in Grün und in Blau und in vier Farben. Die neuen Nice Designs sind in vier Farben, die alten Designs sind in vier Farben. Viele weitere Sachen, check's aus, Leute, Kissen, Tassen, Torbeutel, nice LED-Lampe und am Start, Handyhüllen. Gibt's auch, Leute, Orange, Blau, Grün und gratis Autogrammkarte. Gibt's auch zur Bestellung dazu. Gerne abchecken. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal rein und ciao.